Hallihallöchen, Leulings, und herzlich willkommen hier heute zu Part 3 von Let's Play Tomb Raider Unfinished Business. Ich guck gerade mal, welches der letzte Save hier von unserem Keksi war. War das hier dein letzter? Yep. Okay. Oder? Müsst ihr schon? Nee. Und neue Änderung, ich spiele mit Tastatur. 23. Ich spiele with Tastatur. So. Du machst es viel geschickter wie ich. Ich habe Tomb Raider ja auch 11 Jahre lang studiert. Mit Frust. Und dann spielen mit Tastatur, da kann ich mir sowas nicht leisten. Oh Gott, ruckelt das dermaßen. So, wo ging es hier also, weiter? Also, du ruckelst nicht nur bei mir, so. Das ist wegen der Emulation so. Ah, okay. Ich habe auch gerade nur 15 Bilder. Alles gut. Was war hier mit den Brücken? Waren die nicht ein Fail? Ich weiß es nicht. Speicher einfach mal. Nee. Hast du auch ein Installationspack benutzt? Jein. Wieso? Weil mein Spiel so hell wirkt, oder was? Nee, eher gesagt, viel schärfer und viel... Du kannst ein Full HD spielen. Wenn ich ein Full HD aufnehmen will, dann cuttet er mir links eine Seite ab. Nee, macht er bei mir nicht. Das war Dummheit. Wer macht Death Counter? Und deine Schrift, die ist auch sehr... Mann! Ganz heute einfach nicht. Ich weiß. Ich schick dir meinen Pack nachher mal zu. Das stürzt auch weniger ab. So, jetzt erst alt, dann nach vorne. Ach, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Wir kommen jetzt raus, oder? Ja, wir kommen in die Außenanlage. Da liegt Mehlpack. Wie lange geht das da überhaupt? Keine Ahnung! I hate my life. Ja, ich spiele mit Tastatur, nur als Info. Ach ja. Och nö. Erstmal Ausgang. Geh weg. Nein. Geh weg. Verpiss dich. Ah! Was? Minibag. Ich hab gesagt, wenn man irgendeine andere Taste drückt, außer Alt und irgendwas. So. Es geht weiter. Und diesmal bitte ohne zu sterben. Ne, Keksi? So, jetzt. Ganz easy das Medipack nehmen. Ja, hol das Medipack, das ist wichtig. Das ist wichtig zum Überleben. To survive. Nimm es. Nimm es, ich brauch den Stoff. Den Koks. Da! Mini. Ich kann das gar nicht so gut wie du. Mini. Ja, wir haben uns in der letzten Folge schon drüber unterhalten. Über die Community. Hat Keksi irgendwas zu ergänzen jetzt, wo er sich besser konzentrieren kann? Nee, aber wir haben halt einfach so eine Community neu aufgebaut und ja. Es wird auch wieder Specials geben. Auf jeden Fall. Eins ist schon in Planung. Das ist ja noch ein Medipack. Und mehr Aktivität innerhalb der Community für Projekte. Let's Bets kommen wieder häufiger. Die sind ja immer gut angekommen. Und auch mal Speedruns oder ja, Zeit. Ja, halt Let's Bets einfach auf Zeit oder auf Gewinne oder Minipacks oder sonst irgendwas. Genau.
Und dann werden wir auch die neuen auch noch vorstellen, innerhalb eines Let's Plays oder Informationsvideos. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Schwimmen nicht. Was? Die neuen vorstellen. Können wir alle gemeinsam machen. Naja, in Form eines Informationsvideos oder als Let's Bet, als einsteigendes Let's Bet. Man könnte schon so ein Informationsvideo machen. Verpiss dich, verpiss dich! Ich nehme Medipack, ja? Darf ich doch. Ja, klar. Wenn es nicht anders geht, dann ja. Ja, glitscht durch den Zaun, kein Problem! Warum darf der durch den Zaun gehen und ich nicht? Unfair. Das haben vorhin die scheiß Alligatoren auch gemacht. Die blöden Futz. Na, dann kommt her, ihr Mistviecher, da lag noch Muni. Einer. One way, one to go. Komm her, du Mistvieh. Ich hab nur noch 11 Minuten. Ich weiß, das nervt, aber sonst hören wir den Timer nicht. Ja, mein so Handy ist das auch auf laut. Das ja, war ja. Mal in der WhatsApp. Einmal in der WhatsApp-Gruppe und bei mir eben einmal nochmal privat. Irgendwas. Schreib Marc mal kurz, ich höre mir das gleich an, wir sind in der Aufnahme. Gut. Die Raptoren haben wir geschafft. Und jetzt holen wir uns noch die Muni. Und was es hier unter Wasser noch so alles zu entdecken gab. Ne Keks? Mhm. Ich bin voll schlecht. Keks räumt hier in 20 Minuten fast das halbe Level ab, weißt du? Und ich schaff 5 Meter. Ja, aber ist doch so. Also wie muss ich jetzt schreiben, Marc? Marc, einmal bitte, dass ich ihm gleich antworten werde. Ich bin nur gerade mit dir in der Aufnahme. Ah, du Mistgeburt. Mini. Wie das einfach gerade ruckelt, das ist abartig. Ah, ja, ich komme auch gleich in den Zaun. Moment, der Satz ergibt keinen Sinn. Scheiße! Alles klar. Ich komme auch gleich in den Zaun. Okay, du kommst auch gleich durch den Zaun. Was ist das? Du bist ein komischer Mensch. Das weiß ich. Nein! Zug meine Nase, scheiße. Ah. Ich weiß, warum ich hier nicht reingegangen bin. Ich weiß es. Einfach instinktiv. Oh nein. Ich wusste, dass da was kam. Ich kam, sah und siegte. Ich speichere viel zu oft, ich weiß. So. Das war die Leertaste. Ich meine die Alt-Taste. Dit. Okay. Den halt nicht. Dachte, man könnte hier was drin erforschen. 5 Nachrichten aus 2 Chats. Ja, da geht's wieder ab. Sehr gut. Im guten oder im negativen oder im positiven Sinne? Im guten. Sehr gut. So muss es sein. So kann das auch gerne sein. Ich war ja. Ah! Ah! Keksi?
Ich glaube, wir finden gleich die Uzis. Bist du da schon hinten am. Ja. Musst aber aufpassen, da hinten sind Mumien. So war meine Erinnerung. Ich rüste mal aus. Nee, es war, glaube ich, nur eine. Okay, es waren zwei. Auch geil, ne? Ich hab sie gut ausgetrickst. Kannst sagen, was du willst. Du kannst sagen, was du willst. Was denn? Dass ich die Mumien gut ausgetrickst hab. Ja. Jetzt musst du halt nur aufpassen, dass du halt nicht aus ins Levelende rennst. Ist das schon da? Ich dachte hier, das Level habe ich größer in Erinnerung. Ne, das war der Tempel der Katze. Scheiße. Wenn ich jetzt zu dem Ding renne, ist das Level zu Ende, ne? Nee. Warte mal, die Uzis waren doch bei irgendwelchen, da sind doch so eine rollenden Steine gewesen. Ich gehe hier erstmal weg, wenn du sagst, dass hier das Level Ende ist. Ja. Wo geht's denn da hinten weiter? Ich sollte bloß von Marc sagen, dass. Das? Ja, Aschner und Nagel. Stoppt. Muss Nagel fragen. Achso. Ja, kein Problem. Also eher gesagt, er fragt Aschner und. Ja. Und Lukas muss man auch noch fragen. Ja, mit denen habe ich ja einen nicht wirklich Kontakt. Ich habe ja noch mit Sharky die Rechnung offen. Wo geht's denn hier hin, meine Kollegen? Von der polnischen Rente. Ne, ich glaube, das geht hier jetzt weiter. Aber soll ich mal was sagen? Ich probiere jetzt was aus. Was denn? F5. Extra safe. Da unten ist Wasser. Lalalalalalal. Hi. Hi. Ich bin Andy, das ist Mandy und du verlierst Ladung. Was? Jetzt ist nicht? Nee, warum verliere ich? Hey! Was? Hast du das jetzt verstanden? Was? Warum ich gerade gestorben bin? Achso, ja, du musst aufpassen, aber hinten liegen auf jeden Fall die Uzis. Wieso muss ich aufpassen? Ich stehe auf dem Block, es sind keine Stacheln da und der Raptor ist im Wasser. Wie kann ich zum Himmelherrgott nochmal sterben? Das ist eine berechtigte Frage, ich kann es dir aber leider nicht beantworten. So, jetzt finde ich aber kein Leben, ja? Jetzt komm her, du feige Fotzensau! Feige Fotze! Ja, genau, da bleibst du. Danke. Extra safe. Warum auch immer ich eben Leben verloren hab. Das ist komisch, aber naja. Hol ich erstmal ein Medipack. Konnte der mich dann durchs Wasser beißen? Dürren. Ich bekomme meine Nachrichten immer ein paar Sekunden schneller als du. Schon mal aufgefallen? Oh, Marc will auch mit dir aufnehmen. Ja. Da war nachher noch was. Mit Aschner nachher noch. Der bei Dellert kannst du auch mitmachen, wenn du noch Zeit, Lust und Laune hast. Kannst ja Marc mal fragen, ob das für ihn okay ist. Da, ich habe schon wieder Leben verloren! Hast du es eben gesehen? Macht es unter euch aus. Du! Hast du es eben gesehen? Ich habe wieder Leben verloren eben. Möchtest du mal was sagen? Pass auf, ich zeig dir das jetzt. Wieso verliere ich hier Leben? Das weiß ich leider auch nicht. Hä?
Ich würde sagen, meine Zeit ist um, oder? So ziemlich. Na, 2 Minuten habe ich noch. Ach, das geht noch. Gut, dann suchen wir jetzt erstmal einen Weiterweg. Aber komisch, ne? Ja. Aber es geht ja dann anscheinend. Wo bin ich jetzt wieder? Hier. Hier. Aber hier ist doch noch nicht das Levelende. Kannst du mir nicht erzählen. Doch, das ist das Levelende. Und wo sollen die Uzis sein? Warte mal. Ich hab da mal was gelesen. Und zwar, es soll möglich sein, sich durch diesen Zaun durchzubuggen. Irgendwie. Und das will ich jetzt einfach mal ausprobieren. Wir haben ja alles. Wir stehen ja vom Levelende. Irgendwie musste man irgendwie genau auf diese Kante zulaufen. Es geht bei jedem, nur bei mir nicht. Du meinst den Corner Buckets, oder? Nein, nein. Man konnte diesen Zaun an einer bestimmten Stelle durchlaufen. Na guck mal, dahin geht's ja auch weiter. Sonst würde da ja nicht eine Kiste stehen. Verstehst du, was ich meine? Manchmal ist es kein festes Spielprinzip, aber so als Secret wäre es böse. Ach, keine Ahnung. Ich probier's mal an einer anderen Stelle. Ach, keine Ahnung. So, letzten 53 Sekunden. Ich beende jetzt das Level. Wenn es das Levelende ist. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, aber warum denn auch nicht? Das ist auf jeden Fall das Levelende. Wenn ich denn nicht wieder runterfalle. Mein Spiel ist abgestürzt. Wir sehen uns das nächste Mal. Es ist ein Fluch heute. Wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein.